Wir haben gerade, was das Thema Migration, Massenmigration betrifft, auch aus historischen Gründen sehr viele Tabus bei der Thematisierung. Und das macht natürlich das bürokratische Abwickeln solcher Probleme außerordentlich schwierig. Ich sehe es genauso wie Sie, dass es eben nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge gibt, die dann womöglich tatsächlich nur Hartz IV oder irgendetwas einstreichen wollen, sondern sehr viele Leute, die auch gerne arbeiten würden und durchaus auch qualifiziert sind und dass es an bürokratischen Problemen scheitert. Aber ich denke, wir kommen wirklich nur weiter, wenn wir, da bin ich fast schon bei meinem eigenen Thema von heute, wenn wir das auch tatsächlich diskutieren, die Probleme diskutieren, offen ansprechen und nicht jeden, der auf dieses Problem hinweist, sofort als Nazi abkanzeln. Denn das ist ja das große Problem.